Kapitalismus und Sozialstaat eine Kritik. Und wahrscheinlich können sich einige oder viele von euch vorstellen, ja, Kapitalismus kritisieren, klar, da gibt es ja allerhand zu kritisieren, aber Sozialstaat, wieso das denn? Der Sozialstaat ist doch gerade, sagen wir mal, die gute Seite des Staats. Den finden doch eigentlich auch alle gut, die am Staat sonst manches nicht so toll finden. Seinen Militärhaushalt, seine Polizei, sonst irgendwas. Und das ist jetzt vielleicht mal das Besondere. Genau das will ich mal heute Abend hier aber aufs Korn nehmen. Den Sozialstaat. Es ist nach wie vor ein wesentliches Moment der bundesdeutschen Selbstdarstellung, dass der gut ausgebaute Sozialstaat zu den ganz besonderen Qualitätsmerkmalen unseres Gemeinwesens gehört. Wahr daran ist auf alle Fälle, dass die Mehrheit der Bevölkerung, im Grunde wir alle, auf die Leistungen der Sozialpolitik unbedingt angewiesen ist. Falsch ist allerdings, dass das, die Angewiesenheit, auch schon Grund für ein Lob ist. Das ist mein erstes Argument in dieser Angelegenheit. Wenn sich in dieser Gesellschaft gleich mehrere Ministerien und 12 Sozialgesetzbücher mit Sozialpolitik beschäftigen und wenn Millionen, Milliarden an Euros für das Soziale ausgegeben werden, dann ist das nämlich zuallererst mal Zeugnis der vielfältigen Notlagen in dieser Gesellschaft. Diese Notlagen fallen keineswegs zufällig an, sondern ganz offenbar systematisch. Die Existenz des Sozialstaats ist darin, mehr als alle linken Anschuldigungen, ein buchstäbliches Zeugnis der Armut in dieser Gesellschaft. Erster Punkt. Die bürgerliche Sozialwissenschaft, die bezeichnet diese Notlagen meist schlicht als Lebensrisiken oder Wechselfälle des Lebens. So steht das in den sozialwissenschaftlichen Büchern, die den Sozialstaat erklären, eigentlich immer drin. Das ist sachlich falsch. Krankheit, Alter, Pflegebedürftigkeit, die werden ja da als Beispiele für diese sogenannten Lebensrisiken aufgeführt, mögen zwar auf viele, manche sogar auf alle Menschen zukommen und sind vielfach auch nicht gerade schöne Phasen des Lebens. Dass sie ein finanzielles Problem darstellen, das ist allerdings überhaupt nicht in jeder Gesellschaft so, sondern nur in ganz bestimmten. Nämlich in denen Ärzte, Medikamente, Rollstühle und Pflegedienste Geld kosten. Und selbst dann ist es nicht für alle Menschen ein Problem, sondern nur für eine bestimmte Sorte von Menschen. Klar, nämlich die, die sich das nicht leisten können. Diejenigen, deren Geldeinkommen zu gering sind und die in dieser Gesellschaft deswegen auch so heißen, einkommensschwach. Also festhalten, nicht das Leben, seine Wechselfälle sind der Grund für Hilfsbedürftigkeit und sozialstaatliche Interventionen, sondern die Tatsache, dass es in dieser Gesellschaft so viele Menschen gibt, deren Einkommen den mit Sicherheit auftretenden Problemen ihres Lebens, für deren Bewältigung man Geld braucht, nicht gewachsen ist. Wenn man an der Stelle angekommen ist, schließt sich natürlich logisch die Frage an, warum das eigentlich so ist. Warum gibt es hierzulande so viel einkommensschwache Menschen, für die der Staat dann sozialpolitisch aktiv wird? Um diese Frage zu beantworten, muss man sich mit den ökonomischen Grundlagen dieser Gesellschaft befassen. Das ist unumgänglich, insbesondere dann, wenn man diese Notlagen aus der Welt schaffen will. Und damit komme ich zu den ökonomischen Grundlagen, nämlich dem Kapitalismus. Wie sieht die ökonomische Grundlage aus? Vielleicht würden die meisten hier sagen, wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft. Aber was darunter verstanden wird, das ist natürlich äußerst unterschiedlich. Interessant ist eigentlich, dass Kapitalismus
meist in Kombination mit einer Vorsilbe auftritt. Mal ist es der Manchester-Kapitalismus, mal der Frühkapitalismus, der Raubtierkapitalismus, der Casino-Kapitalismus, hieß es in der Finanzkrise, der Spätkapitalismus, heißt es oft bei den Soziologen. Heute ist auch oft die Rede davon, dass sowas wie Neoliberalismus herrscht und gar nicht mehr der einfache Kapitalismus. Also mit all diesen Wendungen, das ist eigentlich das Interessante, da wird ja sowas bezeichnet wie die Kinderkrankheiten eines Systems, früh Manchester-Kapitalismus, oder Degeneration eines Systems, Casino-Kapitalismus, Raubtier-Kapitalismus. Frage aber mal, was ist denn das System eigentlich wirklich selbst? Was zeichnet dieses System Kapitalismus eigentlich aus? Und dazu jetzt mal ein paar Gedanken im Folgenden. Die sind jetzt natürlich notwendigerweise kurz und abstrakt, ist klar, mehr kann ich jetzt hier nicht leisten. Wie gesagt, ich verweise dazu auf das Buch und natürlich kann man auch noch in anderen guten Büchern nachlesen. Das Rad muss nicht dauernd neu erfunden werden. Karl Marx hat dazu mal eine fette Kapitalanalyse vorgelegt. Gegenstandpunkt hat das sehr empfehlenswerte Buch Arbeit und Reichtum geschrieben. Das sind alles Sachen, wo man das gut nachlesen kann. Aber jetzt für hier heute einige kurze Überlegungen in allgemeiner Form. Und bei denen möchte ich zunächst mal bei den wesentlichen Prinzipien dieser Gesellschaft beginnen. Prinzipien, die im Unterschied zum Begriff Kapitalismus eigentlich überhaupt nichts Negatives oder Problematisches an sich haben, sondern von denen die allermeisten, möchte ich jedenfalls behaupten, hier ziemlich vorbehaltlos angetan sind und die ziemlich vorbehaltlos eigentlich hochgelobt werden. Freiheit und Gleichheit. An diesen menschenrechtlichen Prinzipien will ich klarmachen, was sie mit der Ökonomie dieser Gesellschaft zu tun haben und von dort aus erste allgemeine Bestimmungen von Kapitalismus und später Sozialstaat entwickeln. Also Freiheit und Gleichheit. Jeder Mensch in dieser Gesellschaft ist frei, das zu wollen und zu tun, was ihm passt. Selbstverständlich im Rahmen der geltenden Gesetze. Keiner muss hier und heute einem anderen Zweck dienen als sich selbst und seinen Interessen. Nicht dem lieben Gott, keiner adligen Herrschaft und auch keinem Staat, der ihm irgendwas befiehlt. Beispiele dafür sind, jeder kann hier rumlaufen, wie es ihm gefällt. Es gibt keine Kleiderordnung, wie es die auch in manchen Ländern gibt. Ich war neulich mal im Iran, da musste man sich ein Kopftuch überwerfen. Sowas braucht man hier nicht, in diesen Punkten ist man frei. Jeder kann sich zurechtmachen, wie er will, kann trinken, was er will, kann lieben, wen er will. All das ist anerkannt, sein freier Wille nach seinen Interessen. Der freie Wille des Individuums ist anerkannt. Das ist, wenn man so will, die gute Nachricht. Der kleine Haken. Dass man alles wollen darf, ist anerkannt. Die Mittel dafür, diesen Willen zu verwirklichen, sind aber mit der Anerkennung noch lange nicht vorhanden. Auch dafür mal ein Beispiel. Denken wir an die alten DDR-Bürger. Die haben sich immer beschwert darüber, dass ihnen Reisefreiheit nicht gestattet war. Heute sind sie frei zu reisen. Ob sie es deswegen auch schon können, ist eine ganz andere Frage. Nachdem sie ihre Jobs verloren haben und nicht mehr viel Geld verdienen, ist das vielleicht gar nicht so einfach. Anderer Punkt, Wohnen. Natürlich darf jeder wohnen. Kann man es deswegen auch schon? Findet man überhaupt eine Wohnung und kann man sie bezahlen? Also allein damit, dass das Interesse am Wohnen anerkannt ist, ist es noch lange nicht verwirklicht. Meinungsfreiheit. Ja, ich darf hier meine Meinung sagen. Und tatsächlich, ich darf die jetzt hier sogar vor ziemlich vielen Leuten sagen. Aber ein Verlag, so wie Springer die Bild-Zeitung hat, ein Fernsehsender, Öffentlich-Rechtliches, ARD und so weiter, wie die ihre Meinung sagen können, ja, das ist eine Frage der Mittel. Über die verfüge ich jedenfalls nicht. Ich kann vielleicht ein paar Flugblätter abziehen und irgendwo hinknallen, aber
mehr weiter reicht meine Meinungsfreiheit in diesem Sinne nicht. Und auch für die, sagen wir mal, zumindest scheinbar unmaterialistischen Vorstellungen vom Leben. Es gibt ja Leute, die sagen, ach, dieser ganze Krempel, dieser ganze Konsum, auf den lege ich überhaupt keinen Wert. Ich bin eher so ein Typ, ich mag Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Aber auch dafür, machen wir uns nichts vor, braucht man einige Mittel. Mal schon mal ein paar Drogen, eine Gitarre, eine gute Anlage und natürlich ein schönes Bett und einen vollen Magen. Und keine Sorgen sollte man auch nicht haben, sonst wird aus der Liebe auch nichts Schönes. Also, zusammengefasst, alle Ziele, die ein darin anerkannter, freier Mensch verwirklichen will, sind eine Frage seiner Mittel. Und jetzt kommt wieder eine gute Nachricht. Die Mittel, die es dafür braucht, die sind doch durchaus da und die sind massenhaft da. Und die können sogar dank steigender Produktionskapazitäten in stets größerem Umfang hergestellt werden. Das ist gar kein Problem. Davon zeugen die vollen Schaufenster, die Ladenregale des Einzelhandels, die Werbesendungen, die Internetportale. Davon zeugen übrigens auch Wirtschaftsmeldungen, die mal von Überproduktion und mal von mangelnder Produktionsauslastung reden. Davon zeugt auch übrigens die Vernichtung bereits hergestellter, aber unverkäuflicher Lebensmittel, der Abriss leerstehender Immobilien und die Schließung unrentabler Betriebe. Also im Prinzip alles massenhaft, vielleicht sogar im Überfluss vorhanden. Allerdings, auch hier gibt es wieder eine kleine schlechte Nachricht, und die heißt, all diese Sachen, die viele Bedürfnisse befriedigen könnten, gibt es nur gegen Geld. Mit dem entsprechenden Geld sind so ziemlich alle Mittel der Bedürfnisbefriedigung erhältlich. Umgekehrt, ohne Geld sind selbst die elementarsten Bedürfnisse nach Nahrung, Kleidung und ein Dach über dem Kopf nicht realisierbar, wörtlich nichts wert. Der Grund? Die hergestellten Produkte sind Eigentum. Das ist nämlich jetzt ein weiteres Prinzip neben Freiheit und Gleichheit in dieser Gesellschaft. Um sich die Mittel der eigenen Bedürfnisbefriedigung zu verschaffen, müssen sich moderne Konsumenten alles Nötige und Mögliche kaufen, weil diese Dinge nicht ihr Eigentum sind, sondern jemandem gehören, der sie ihnen auch gern überlassen will, allerdings eben nur gegen Geld. Getrennt vom Markt ist die Beschaffung bzw. Produktion der eigenen Lebensgrundlagen, und seien sie auch noch so bescheiden, nicht mehr möglich. In diesem ganz existenziellen Sinn sind übrigens die allermeisten Bürgerinnen der reichen Länder wirklich absolut arm, nämlich ausgeschlossen von den materiellen Grundlagen der eigenen Existenzsicherung. Absolut arm. Und erst unter dieser ganz und gar nicht selbstverständlichen Bedingung sind sie so existenziell abhängig vom Geld. Dem Geld kommt aus dieser Perspektive der Existenzsicherung zunächst die Funktion eines Mittels zu. Geld ist Kaufmittel, um damit die Güter des privaten Konsums am Markt zu erwerben. Und wie unterschiedlich die Neigungen und die Interessen der freien Bürger diesbezüglich auch sein mögen, sie brauchen alle den gleichen Stoff, um ihre Zwecke zu realisieren, eben Geld. Und damit bekommt die staatlich garantierte Freiheit, alles wollen zu dürfen, ihren ersten, sehr verbindlichen Inhalt. Alle brauchen Geld. Geld ist insofern die reale Freiheit dieses Gemeinwesens. Das Mittel schlechthin, um die grundgesetzlich geschützte freie Persönlichkeit verfassungsgemäß entfalten zu können. An der Quantität des Geldes, also an der in Euro oder Dollar oder wie auch immer die jeweilige Währung so heißt,
bilanzierten Summe des Vermögens lässt sich bestimmen, in welchem Umfang und auf welche Art und Weise eine Person ihre Freiheit tatsächlich zu nutzen vermag. Freie Bürger wollen deshalb Geld, um kaufen zu können, um konsumieren zu können. Und deshalb wollen auch alle Geld erwerben. Mit anderen Worten, was zunächst als Mittel des Kaufs zum Zweck der Bedürfnisbefriedigung in den Blick genommen wurde, müssen sich die freien Bürger selbst zum existenziellen Zweck ihres Handelns machen. Alle müssen Geld verdienen. Auch das gilt für Arm und Reich. Auch darin sind alle gleich. Gleichzeitig erklärt diese Gesellschaft die Frage, die sie selbst jetzt für alle zu einer existenziellen Notwendigkeit gemacht hat, nämlich regelmäßig an Geld zu kommen, zu jedermanns Privatsache. Es ist das Problem für jeden Einzelnen, wie er oder sie sich alles für das Leben Notwendige und darüber hinausgehende beschafft. Um kaufen zu können, muss man etwas haben, das man verkaufen kann. Nur so kommt man ja an Geld in dieser Gesellschaft des Eigentums. Die Möglichkeiten dazu erweisen sich bei den meisten allerdings als ziemlich beschränkt. Das wissen alle, die es mal probiert haben, ihren alten Krempel auf den Flohmarkt zu verscherbeln. Wenn man Glück hat, wird man es los. Und dann ist es aber auch schon wieder rum. Mehr hat man dann einfach nicht zu verkaufen. Damit man regelmäßig etwas verkaufen kann, muss man also etwas herstellen. Die Frage, ob man etwas verkaufen kann, um dann kaufen zu können, erweist sich insofern schon wieder als Frage der Mittel. Diesmal als Frage der Produktionsmittel. Besitzt jemand bereits Geldvermögen in einer quantitativ ausreichenden Menge? Sowas soll es durchaus geben. Manche kommen einfach als kinderreicher Eltern auf die Welt. Das ist so. Besitzt also jemand Geldvermögen, dann kann er sein Geld als Investitionsmittel verwenden, es für einen Betrieb, Arbeitskräfte und Maschinen ausgeben und dann Waren oder Dienstleistungen produzieren, die er mit Gewinn am Markt verkaufen kann. Besitzt jemand kein Geldvermögen oder nicht in ausreichend großer Menge, um der Konkurrenz am Markt, das ist inzwischen eine ganz schön große Hürde, man kann nicht einfach mit irgendeiner winzigen Klitsche einsteigen, also um der Konkurrenz am Markt, beziehungsweise den Kriterien der Kreditvergabe der Banken, die nehmen das nämlich genau vorweg, standzuhalten, dann kann er eigentlich nur sich selbst als Ware anbieten. Seine einfache oder qualifizierte Arbeitskraft. Ich mache mal ein Zwischenfazit. Von der Freiheit, alles wollen zu dürfen, sind wir bei gleichzeitiger Geltung des Prinzips Eigentum darauf gekommen, dass jeder Geld verdienen muss, um an die Mittel zu kommen, mit denen er seinen Willen verwirklichen kann. Wer nicht über ein genügend großes Vermögen verfügt, das er selbst in die Produktion von verkäuflichen Dingen stecken kann, muss daher arbeiten gehen, seine Arbeitskraft verkaufen. Soweit sind wir jetzt. Der Verkauf der Arbeitskraft, der gelingt dabei nur unter der Bedingung, dass diese von einem, das ist jetzt interessant, der heißt dann Arbeitgeber, in Wahrheit ist er ja jemand, der Arbeit kauft, aber er heißt Arbeitgeber, rentabel verwandt werden kann. Anders gesagt, seinen Lohn erhält ein Arbeitnehmer, noch so eine etwas ideologische Formulierung, der gibt ja eigentlich seine Arbeit, aber er heißt hier Arbeitnehmer. Seinen Lohn erhält ein Arbeitnehmer, also nur, weil und solange er fremdes Eigentum vermehrt, eine Investition rentabel macht. Das ist überhaupt die Grundbedingung für den Verkauf seiner Arbeitskraft. Sein Lohn muss so niedrig, seine Arbeitszeit so lang und seine Leistung so hoch sein,
dass sie dazu dient, das Eigentum in der Hand des Unternehmens zu vergrößern. Dass sie dazu dient, aus einer Investition eine Nebensumme herauszuschlagen, dem Gewinn. Diese Grundbedingung wird für den Arbeitssuchenden durch zwei Dinge verschärft. Erstens den unbedingten Zwang, seine Arbeitskraft zu verkaufen. Davon hängt ja ab, dass er sich ernähren kann. Das ist ein unbedingter Zwang. Im Normalfall ist er alternativlos in dieser Frage. Die Volkswirtschaft nennt das Angebotszwang. Und zweitens die Tatsache, dass er dabei zu vielen anderen seiner Art in Konkurrenz steht, was zu einem Unterbietungswettbewerb führt. Ich lasse diese beiden Begriffe, Angebotszwang, Unterbietungswettbewerb, hier einfach mal so stehen, der Kürze halber jetzt. Wir können da gerne noch später drauf eingehen, wenn die unklar geblieben sind. Die Investition in Arbeitsplätze, die Herstellung von nützlichen Dingen, ihr Verkauf auf dem Markt sind, auch wenn die Unternehmen das gerne anders anpreisen und sagen, sie wären in nichts außer im Dienst an uns Konsumenten unterwegs und es würde ihnen nur darum gehen, dass wir schöne Sachen bekommen. Aber jeder durchschaut das natürlich. Die sind schlicht Mittel der Produktion von Gewinn. Anders gesagt, Marktwirtschaft ist der Sache nach Kapitalismus. Es sind überhaupt gar keine verschiedenen Begriffe. Nur vielleicht darin, dass man Kapitalismus anhört, dass sich da jemand kritisch zur Sache stellt und bei Marktwirtschaft eventuell der Sache positiv gegenübersteht. Aber der Sache nach dasselbe. Der Begriff Kapitalismus, das vielleicht hier als kurze Ergänzung, der kommt überhaupt daher. Caput heißt lateinisch das Haupt. Und eben habe ich ja schon erläutert, eine Investition und ihre Nebensumme, das ist eben die Nebensumme einer Hauptsumme. Und daher kommt dieser Name Kapitalismus. Und dieser Begriff Kapitalismus kennzeichnet also, eben analytisch verstanden, keine moralische Entgleisung der Marktwirtschaft, kein übertriebenes Gewinnstreben, keine außerordentliche Rücksichtslosigkeit, sondern schlicht und ergreifend eine Wirtschaftsweise, die das Leben ihrer Einwohner von der Vermehrung des investierten Kapitals privater Unternehmen abhängig macht und es damit für die Mehrheit unsicher, anstrengend und beschwerlich macht. Das ist also keine Kinderkrankheit oder auch keine Degeneration, wie ich vorhin in den Vorsilben da in Erinnerung gerufen habe, sondern das ist schlicht und einfach das, was diese Produktionsweise kennzeichnet. Für die große Mehrheit der Bevölkerung in einer Gesellschaft, in der frei und gleich um Eigentum konkurriert wird, gilt also, für sie ist absolute Armut, Armut an Produktionsmitteln, der Ausgangspunkt des Verkaufs der Arbeitskraft und relative Armut, das ist die über den Lohn hergestellte Armut, der Ausschluss vom Reichtum, den sie produziert, der übrigens ständig größer wird, ist das Ergebnis des Verkaufs der Arbeitskraft. Absolute Armut der Ausgangspunkt, relative Armut durch den Lohn ausgeschlossen von dem, was man hergestellt hat, ist das Ergebnis. Mit diesen dürren Prinzipien Freiheit, Gleichheit, Eigentum ist diese Gesellschaft im Grunde genommen als Klassengesellschaft etabliert. Geldbesitzer, die aus ihrem Vermögen mehr machen wollen und sollen, finden eine stets genügend große Schar von Leuten vor, die im Ausgangspunkt über nichts verfügen und bereit sind, gegen Lohn bei ihnen zu arbeiten. Dass das nicht vom Himmel gefallen ist, Leute, die über nichts verfügen und deswegen alternativlos auf die Lohnabhängigkeit angewiesen sind. Dass das nicht vom Himmel gefallen ist, ist auch klar.
Das ist selbst Resultat eines gewaltsamen Enteignungsprozesses in Deutschland, angestoßen von der Preußenregierung im 19. Jahrhundert und wo mit Bauernbefreiung und der Gewerbefreiheit in den Städten aus der bis dahin geltenden Zunftordnung Massen an Eigentumslosen gemacht wurden, die in Zukunft dann als Lohnarbeiter ihr Geld verdienen mussten. Kommt in diesem Buch in seinem historischen Teil vor, das ist der dritte Teil, der sich genau mal mit diesen Anfängen des Kapitalismus in Deutschland befasst und das bis heute sozusagen sozialpolitisch durchdenkt. Das ist das Material der kapitalistischen Reichtumsproduktion, in der die Arbeitskräfte zum Mittel dafür werden, dass das Eigentum der anderen ständig wächst. Ihre Arbeit macht sie nicht reich, andere aber schon. Wie ihre Arbeitskraft möglichst produktiv ausgebeutet wird, wie der technische Fortschritt dafür eingesetzt wird, dass die Kosten für die bezahlte Arbeit immer geringer und das Resultat dieser Arbeit immer produktiver wird, sodass das Kapital seine Waren besser als seine Konkurrenten an den Mann bringen kann, das ist der Inhalt, um den sich in der Folge alles dreht. Produktion von immensem Reichtum, globale Konkurrenz, Krisen, Arbeitslosigkeit und so weiter, alles eingeschlossen. Das erläutere ich aber jetzt hier heute nicht mehr. Dazu eben habe ich schon einen Lesetipp abgegeben. Da kann man das alles sehr gut nachlesen. Ich mache jetzt weiter mit dem Staat in dieser kapitalistischen Gesellschaft. Diese Gesellschaft von Eigentümern, das sind ja wirklich alle, gleichgültig, ob sie über Geldvermögen oder nur über ihre Arbeitskraft verfügen, beruht auf und braucht ständig eine staatliche Gewalt, die sie beaufsichtigt. Die Konkurrenz, die die Individuen erlaubtermaßen gegeneinander anzetteln, beinhaltet lauter Übergriffe auf Person und Eigentum der anderen. Beispiele dafür: der Verschleiß in der Arbeit untergräbt die unverletzliche Person und damit die Konkurrenzfähigkeit der Leute, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen. Warenkäufer sind unzufrieden mit dem, was ihnen da als Ware geliefert worden ist. Das fassen sie als unzureichend, vertragsbrüchig oder sonst was auf. Der Vollzug der Konkurrenz unter den Unternehmen sorgt beständig für Enteignungsphänomene zwischen denen, Ruin und sowas. Und aus all diesen streitigen, gegensätzlichen Phänomenen entspringt die Notwendigkeit einer über allen stehenden Gewalt als Klammer, wie Marx sagt. Sie zwingt mit dieser Gewalt als ihrer ersten und großen Leistung zunächst mal alle dazu, die Prinzipien der Konkurrenz, in allererster Linie mal das private Eigentum selbst, dass das als Recht anerkannt ist, obwohl es denjenigen, die von seiner Nutzung damit ausgeschlossen sind, natürlich enorm schadet, solche Prinzipien zunächst einmal überhaupt anzuerkennen. Die dazugehörende Ideologie in der Politikwissenschaft, die heißt: der Staat sorgt für Ordnung. Und die Wahrheit dieser Behauptung ist, er erzwingt eine Gesellschaft, die so viel Gegensätze enthält, dass sie seine Ordnungsstiftung dauerhaft braucht. Oder anders gesagt, er ruft eigentlich mit dem, was er an Gesellschaft etabliert, den Ruf nach Recht und Staatsgewalt ständig neu, dauerhaft hervor. Das ist die Ordnung, für die er sorgt. Der Staat sorgt zweitens materiell dafür, dass die Fähigkeiten seiner Bürger zur Konkurrenz allgemein aufrechterhalten werden, obwohl die Interessen der Eigentümer diese dauernd untergraben.
Beispiel: Produzenten von Lebensmitteln müssen dazu gezwungen werden, dass sie nicht wegen ihrer Gewinninteressen die Bevölkerung regelrecht vergiften. Grenzwerte sorgen dann für einen durchaus immer noch gesundheitsschädlichen, aber eben nicht unmittelbar tödlichen Verlauf der Sache. Arbeitnehmer müssen am Arbeitsplatz durch Arbeitsschutzgesetze geschützt werden. Aber die müssen interessanterweise auch selbst darauf verpflichtet werden, dass sie sich beispielsweise im Urlaub erholen, statt nebenher Geld zu verdienen und damit unerholt wieder zur Arbeit anzutreten. Das sind alles Beispiele dafür, welche Gesetze der Staat erlässt, um die Eigentümer in ihrer Interessenverfolgung sozusagen jeweils nachhaltig zu unterstützen. Und dabei ist der Staat selbst übrigens die erste und große Einschränkung von seinen Freiheitsprinzipien. Seine Steuern und seine Sozialabgaben, die er verlangt, sind immerhin sowas wie eine Enteignung seiner Gesellschaftsmitglieder. Die Schutzgesetze sind Eingriffe in die Vertragsfreiheit. All das tut er zugunsten dessen, dass nur so die Bedingungen der kapitalistischen Ökonomie nachhaltig aufrechterhalten werden können. Mit diesem Tätigwerden macht der Staat die kapitalistische Produktion zu einem wirklichen System. So heißt es ja immer: Kapitalismus ein System. Er setzt im Innern durch, dass seine gesamte Gesellschaft zu einem Standort für kapitalistische Investitionen wird. Und dieser Ausbau kapitalistischer Geschäftstätigkeit ist in vielen Bereichen notwendigerweise auf Staatswerk angewiesen. Die Infrastruktur, die Bildung, die Forschung, die Sozialpolitik, alles Bereiche, die nötig sind fürs Geschäft, aber selbst erstmal kein Geschäft darstellen, selbst nicht profitabel sind und deswegen vom Staat aufgebaut werden. Im heutigen, vollendeten oder fertigen Kapitalismus, dadurch forstet der Staat dann all diese Bereiche von der Stromversorgung bis zum Krankenhaus und der Behindertenbetreuung darauf, ob sie nicht doch, da sie jetzt ja einmal aufgebaut sind, selbst wieder Mittel einer Gewinnproduktion werden können. Und dann wird privatisiert. In der Sozialpolitik heißt das ökonomisiert. Das ist eigentlich, wenn man so will, der materielle Kern der Rede vom Neoliberalismus, die ich eben schon mal angesprochen habe. Die Privatisierung der ursprünglich mal vom Staat für nötig gehaltenen Bereiche, die er zur Förderung seiner kapitalistischen Investitions- und Wachstumstätigkeit aufgebaut hat. Der staatliche Ehrgeiz in dieser Frage, die Bedingungen für das Wachstum von Geschäft in seiner Gesellschaft ständig und überall vorwärts zu bringen, hat seinen Grund darin, dass sein nationaler Kapitalismus und dessen Erfolg Mittel einer Konkurrenz mit anderen Staatswesen ist, die das gleiche Programm verfolgen. Von hier aus eröffnet sich das ziemlich weite Feld imperialistischer Politik und ihrer Bestimmungen, die Außenwirtschaft und ihre erfolgreiche Absicherung gegen die anderen Staaten. Und davon ist ja im Moment wirklich sehr, sehr viel die Rede. Denkt mal an die ganzen Auseinandersetzungen über den Freihandel, die Zollpolitik, aber auch die Notwendigkeit des Aufbaus einer strategischen, eigenständigen Absicherung des deutschen Staats und beziehungsweise Europas gegen andere. Das entspringt da. Verfolgen wir jetzt aber auch nicht weiter. Wir kommen jetzt zum Sozialstaat. Der Sozialstaat als ein besonderer Teil der Tätigkeit des Staats. In dieser Gesellschaft braucht man, wie erklärt, Geld, um die nötigen Dinge zur Bestreitung des eigenen Lebens zu bekommen. Daraus resultiert der Zwang für die Bevölkerungsmehrheit, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Allerdings verfügen viele ihrer Mitglieder
nicht über die persönlichen oder sachlichen Bedingungen, das überhaupt zu tun. Sie sind zu jung, zu alt, zu krank oder zu behindert. Um an der marktwirtschaftlichen Konkurrenz um Arbeitsplätze überhaupt teilnehmen zu können. Geld brauchen sie natürlich trotzdem, um leben zu können. Andere treten, wie bereits erwähnt, am Arbeitsmarkt an und verkaufen ihre Arbeitskraft. Weil diese Mittel für den Gewinn ihrer Arbeitgeber sein muss, erlösen sie damit allerdings so wenig, dass sie die mit Sicherheit eintretenden Notlagen ihres Daseins als abhängig Beschäftigte nicht ausreichend finanzieren können. Schon die nötige Qualifizierung ihrer Arbeitskraft würde sie völlig überfordern. Deswegen gibt es ja Universitäten, in denen man kein Studiengeld bezahlen muss, Schulen, in kein Schulgeld bezahlen muss. Deswegen gibt es auch BAföG und sowas. Also die nötige Qualifizierung der Arbeitskraft, das Wohnen dort, wo es Arbeit gibt, Verdienstausfall bei Krankheit, Arbeitslosigkeit im Alter und so weiter. Der soziale Staat hilft denen, die von abhängiger Beschäftigung leben müssen, dazu aber nicht oder nur schlecht in der Lage sind, diesen von seinem Standpunkt aus betrachtet etwas unvollkommenen Eigentümern in seiner Gesellschaft. Denen hilft er auf die Sprünge. Von der Wiege bis zur Bahre betreut er ihre Notlagen. Sein Ziel dabei? Er befähigt sie zur nachhaltigen Teilnahme an der Konkurrenz um Eigentum. Was das im Einzelnen heißt, das zeigen wir in unserem Buch in einem Durchgang durch die Stationen des Lebens der Lohnabhängigen in der Marktwirtschaft. 9 Kapitel erklären Mutterschutz und Familienpolitik, Schule und Lehrlingsausbildung, Wohnungspolitik, Arbeitsgesetze, Tarifautonomie, Gesundheitswesen, die Sozialversicherung und am Ende die Pflege. Dabei werden zunächst die verschiedenen Notlagen, die aus der Einkommensquelle Lohnabhängigkeit rühren, in den Blick genommen. Diese Notlage nimmt der Staat allerdings aus seiner Warte zur Kenntnis. Und die ist nicht identisch mit den Problemen, die die Betroffenen mit ihr haben. In einem zweiten Schritt wird dann jeweils der Umgang charakterisiert, den der Staat aus seiner Problemdefinition ableitet. War jetzt sehr abstrakt, ich mache ein Beispiel. Mutterschutz. Mutterschutz ist eine wichtige soziale Errungenschaft. Das würden wahrscheinlich hier alle unterschreiben. Warum aber ist eine solche Schutzgesetzgebung überhaupt nötig? Vor wem oder vor was müssen die Mütter dieser Gesellschaft eigentlich geschützt werden? Das ist doch mal eine wichtige Frage an dieser Stelle. Die Antwort verweist zunächst einmal auf die Ursache, die ökonomischen Grundlagen. In dieser Gesellschaft, kapitalistische Gesellschaft, ist es offenbar keine Selbstverständlichkeit, auf Gesundheitsfragen am Arbeitsplatz im Allgemeinen und bei Schwangeren im Besonderen Rücksicht zu nehmen. Die Gesetzmäßigkeiten der kapitalistischen Gewinnproduktion stehen denen in aller schlichten Brutalität entgegen. Das weiß der Sozialstaat einerseits sehr genau und das will er auch überhaupt nicht grundlegend ändern. Aber im Fall der schwangeren Arbeitnehmerinnen, da kennt er höher stehende Gründe, die Reproduktion der Gesellschaft. Deshalb werden die Unternehmer in diesem besonderen Fall zu besonderen Rücksichten verpflichtet, damit die Kinder der Marktwirtschaft wenigstens einigermaßen gesund zur Welt kommen. Dieser sozialstaatliche Umgang ist übrigens keineswegs frauenfreundlich. Geschützt wird ja die schwangere Frau, das heißt die Frau in ihrer Funktion für die Gesellschaft. So, das war jetzt ein Beispiel, kommt also die vielfältige Hilfsbedürftigkeit in dieser Gesellschaft zustande. Und so geht der Staat als Sozialstaat mit ihr um. Mit seiner kapitalistischen Ökonomie hat er die Maßstäbe ins Recht gesetzt, die die Notlagen hervorbringen. Von wegen also, der Sozialstaat hilft bei Notlagen, mit deren Zustandekommen er nichts zu tun hat.
Er hat die erstmal ins Recht gesetzt. Und mit seiner Sozialpolitik verwaltet er diese dann so wirtschaftsdienlich und staatsnützlich, dass die Fortexistenz dieser Gesellschaft ökonomisch erfolgreich und politisch stabil gewährleistet ist. Die populäre Vorstellung sieht so aus, dass sich der Kapitalismus durch seine Sozialpolitik zur sozialen Marktwirtschaft gewandelt und dadurch Elend und Ausbeutung überwunden habe. Die Wahrheit ist, gerade die Vielzahl sozialpolitischer Maßnahmen, die das Leben der Erwerbstätigen buchstäblich von der Wiege bis zur Bahre begleiten, sind ein einziges Zeugnis darüber, eine wie unzureichende Einkommensquelle die Lohnarbeit ist, auf die die Prinzipien von Freiheit und Gleichheit die Bevölkerungsmehrheit festlegen. Dass sich die Arbeiter den Sozialstaat erkämpft haben, wie SPD und Gewerkschaften immer wieder gerne betonen, um sich zu loben, das stimmt. Heißt aber leider überhaupt nicht, dass der Sozialstaat die Probleme der Lohnabhängigen aus der Welt geschafft hätte. Mit seinen sozialstaatlichen Regelungen und den Sozialkassen, die er übrigens von den Lohnabhängigen finanzieren lässt, sorgt der Staat vielmehr dafür, dass die Armut, die seine Unternehmer dauerhaft erzeugen, ökonomisch und politisch nützlich bleibt. In dieser Bestimmung liegt auch der Grund für nationale Unterschiede. Wo ist wie viel Pflege des jeweiligen Arbeitsvolks nötig? Dabei spielen verschiedene Momente eine Rolle: ökonomische Konkurrenzsituationen, politische Zugriffsmöglichkeiten auf Arbeitskräfte, der Kampf der Gewerkschaften und so weiter. Allgemein gilt, der Sozialstaat wird aus denselben Gründen auf- wie abgebaut. Als Mittel der nationalen Akkumulation, des nationalen Wachstums. Deshalb hat die Bundesrepublik ihren Sozialstaat in den 70er Jahren enorm ausgebaut, als Mittel dafür, mit einer relativ kleinen Arbeitsbevölkerung, das waren damals nur 60 Millionen, zur Exportnation aufzusteigen. Und aus dem gleichen Grund hat sie als Reaktion auf die Rationalisierungserfolge ihrer Unternehmen, die zunehmend viele Millionen Arbeitnehmer überflüssig gemacht haben, über 5 Millionen waren das um die Jahrtausendwende, ihren Sozialstaat Anfang der 2000er grundlegend umgebaut, ihre Sozialpolitik in den Hartz-IV-Gesetzen regelrecht als Waffe dafür eingesetzt, durch Arbeitsmarktreformen das nationale Lohnniveau zu senken, um so die internationale Konkurrenzfähigkeit ihrer Unternehmen massiv zu erhöhen. Mit der Folge übrigens, dass die Bundesrepublik inzwischen sämtliche europäischen Nationen in Grund und Boden konkurriert hat und damit, dass übrigens den eigentlichen Streit über Europa aufgerührt hat und das Aufkommen von Nationalisten überall, Rechtspopulisten und so weiter begünstigt hat. Ich ziehe mal ein Fazit. Kapitalismus ist eine Wirtschaft, in der freie und gleiche Eigentümer um die Mehrung ihres Eigentums konkurrieren. Das Produkt der Gesellschaft, von dem alle leben, wird zwar arbeitsteilig hergestellt, allerdings nicht so, dass die Mitglieder dieser Gesellschaft dabei bewusst kooperieren. Stattdessen benutzen sie ihre Abhängigkeit wechselseitig, um ihr Eigentum in Konkurrenz, sprich gegeneinander, zu vergrößern. Für die Mehrheit dieser Gesellschaft, meistens diejenigen, die ohne ausreichende Mittel in diese Konkurrenz starten, führt das zu lohnabhängiger Beschäftigung. Sie können die Mittel für ihr Leben nur verdienen, wenn und solange sie andere reicher machen. Für sie selbst bedeutet das eine stets prekäre Existenz, relative Armut. Die umfassende sozialstaatliche Betreuung, die ein Leben lang nötig ist, um diejenigen, die von der Lohnarbeit leben, einigermaßen wirtschafts- und sozialnützlich zu halten, ist nüchtern betrachtet kein Grund zum Lob, sondern umgekehrt ein umfassendes Zeugnis dieser Armut. Vielen Dank für den super interessanten Vortrag, den ich auch im beträchtlichen Teil sehr überzeugend fand. Ich habe zwei kleine Fragen. Zu Beginn,
sagten Sie, ich fand auch sehr anschaulich, dass beim Thema Wohnen, beim Thema Reisen es eine große Diskrepanz gibt zwischen der institutionellen Garantie und der faktischen Möglichkeit, dass es da eben am Geld hapert. Bei der Meinungsfreiheit sagten Sie das Gleiche und da wollte ich nochmal nachfragen, wie Sie sich da ein alternatives System vielleicht vorstellen, weil ich finde es zumindest durchaus sinnvoll, dass im Willensbildungsprozess auch eine gewisse Kanalisierung stattfindet, damit es irgendwie so ein geordnetes Willensbildungsverfahren gibt. Eine zweite Frage, die, wenn ich Sie richtig verstanden habe, würden auch so weit gehen, die Eigentumsgarantie als solche anzuzweifeln. Und da würde mich interessieren, ich weiß, das ist eine sehr weitgehende Frage, aber wie würden Sie sich dann ein alternatives System wünschen? Wie wird eine Gesellschaft ohne Eigentum gesteuert und wie wird vielleicht auch gewährleistet, dass diejenigen, die diese Gesellschaft steuern, sich nicht bereichern? Sie haben ja gesagt, dass im Kapitalismus eigentlich schon sehr viele Güter zur Verfügung stellen, aber die Leute, weil ihnen die Mittel fehlen, keinen Zugang dazu haben. Sind Sie aber darüber genau der Meinung, dass man eigentlich gar nicht so viel produzieren müsste? Weil man ja ansonsten sagen könnte, dass das Korrektiv ja vielleicht gerade prinzipiell nicht vielleicht in dieser Erscheinungsform, die wir gerade haben, aber prinzipiell eben die richtige Korrektiv sein könnte, dass jeder Zugang zu dem, was wir produzieren, am Ende hat. Also das war einmal die Frage mit dem Neoliberalismus. Es gibt eine im Moment eigentlich beliebte Kapitalismuskritik, die heißt, ja, inzwischen herrscht doch hier der Neoliberalismus. Das hört sich so an, eigentlich als wären Politiker, Sozialpolitiker vor allem, als wären die übergegangen zu einer neuen Art, so ungefähr alle Sachen in ihrem Staatswesen zu beurteilen und durchzumustern und hätten deswegen, weil sie so sozusagen diese Einstellung haben, da wird sich dann immer vorgestellt, ja, die ist aus Amerika quasi zu uns rübergeschwappt, vorher war es ja hier sozialharmonisch, früher gab es ja hier den sogenannten rheinischen Kapitalismus, Sozialpartnerschaft und sowas und jetzt wird in dieser neoliberalen Denke alles Mögliche durchgemustert und damit zum Abschluss freigegeben, privatisiert und so weiter. Dagegen wollte ich sagen, das ist keine neoliberale Denke, das ist im Grunde genommen schlicht und einfach die Konsequenz dessen, wenn Staaten alles Mögliche bei sich zunächst mal in Gang bringen, um kapitalistisches Wachstum erfolgreich zu initiieren. Da ist eben erstmal nötig, dass es dafür Eisenbahnen gibt, dass es dafür Autobahnen gibt, dass es eine Telekommunikation gibt und ein funktionierendes Postwesen und natürlich auch eine entsprechende Sozialpolitik, insbesondere dann, wenn man eine relativ kleine Arbeitsbevölkerung erfolgreich benutzen will, dann ist das alles nötig. Und wenn das alles erstmal aufgebaut ist und wenn dann auch noch durch die entsprechenden Rationalisierungsinvestitionen der Unternehmen sehr, sehr viel Arbeitnehmer einfach gar nicht mehr gebraucht werden für das kapitalistische Wachstum in diesem Land, dann betrachtet der Staat das alles zwar mit demselben Gesichtspunkt, was ist nötig fürs Wachstum, aber jetzt mit einem anderen Ergebnis. Dann sagt er eben, ja, die Eisenbahnen sind doch da,
Jetzt kann man doch vielleicht aus einem antiquierten Staatsbetrieb selber ein schönes Geschäft machen, in das investiert werden kann, das sogar mal an die Börse kommt, das streben Sie ja immer noch an, und an dem dann eben auch Aktienbesitzer auch noch mitverdienen können. Ja, die Post haben wir, aber und die Telekommunikation. Jetzt kann man doch vielleicht daraus eine Geschäftsquelle für lauter schöne kleine private Geschäfte machen. So, das ist die Art. Die geht eben so weit, auch ein Krankenhaus muss heute Profit abwerfen, sonst wird es über kurz oder lang geschlossen. Und darüber regen sich dann eben die Kritiker dieser Sachen auf und sagen, ja, wie könnt ihr denn ein Krankenhaus schließen? Das ist doch irgendwie das gehört doch zur Daseinsvorsorge, das darf doch nicht Gewinnquelle sein. Das ist Neoliberalismus. Und ich sage dazu, das ist die Ausdehnung des in dieser Gesellschaft sowieso für alles geltenden Standpunkts eben auch auf diese Leistungen des Staats als, hat der Engels mal so formuliert, ideellen Gesamtkapitalisten. Das sind die von ihm erbrachten notwendigen Leistungen, aus denen er idealiter eben selber lauter Geschäftsquellen macht. So, das war das mit dem Neoliberalismus. Soweit klar? Dann hat jemand gesagt, besitzende Klasse wird nicht extra erhalten, sondern das ist doch die Marktlogik. Ne? Sie haben das gesagt. Genau. Ja, natürlich, aber da ist doch sozusagen wirklich überhaupt kein Gegensatz. Nö, das ist, das habe ich ja versucht eigentlich zu erklären. Ja, wenn das Eigentum gilt, dann begünstigt das natürlich immer notwendigerweise alle, die bereits über Eigentum verfügen. Das ist die besitzende Klasse. Also die Marktlogik bringt überhaupt kein anderes Resultat hervor. Und natürlich, das kennt dann auch immer jeder, irgendwo gibt es eine Gründerlegende, irgendwo kennt jeder den vom Tellerwäscher zum Millionär gewordenen oder heute heißt das Start-up, die pfiffige Idee, mit der man doch auch reich werden kann. Ne? Und natürlich gibt es sowas immer wieder, aber auch noch das pfiffigste Start-up und auch noch der, sagen wir mal, Bill Gates mit seiner genialen Idee braucht natürlich, damit es dann ein kapitalistisches Unternehmen, was am Ende das reichste der Welt ist und Milliarden abwirft und so weiter, damit es zu dem wird, braucht er natürlich Arbeitskräfte. Aus einer Idee wird eben auch, wenn man Jack Bezos ist, wird für sich nichts. Auch Amazon braucht neben seiner tollen Idee, Versandhandel aufzumachen, natürlich Tausende, Millionen von Arbeitskräften, die im Normalfall für einen beschissenen Lohn, gewerkschaftsfeindlich ist er ja auch noch wie verrückt, da jobben. Ne? Das ist da erstmal festzuhalten. Gut, das war der Punkt. Dann war noch der Punkt, aber der fällt jetzt eigentlich ja auch schon unter ein bisschen unter alternative Ideen. Ne? Also als erstes würde ich zu dieser Frage, allgemein zur Frage der, haben Sie da jetzt irgendwie Alternativen in petto, ne? sagen. Es ist schon mal verdammt wichtig, dass man weiß, was man hier eigentlich gerade auszusetzen hat. Sonst kommt man nämlich auch nicht zu einer passenden Alternative. Das geht gar nicht. Wenn ich ein kaputtes Fahrrad habe, ne, dann muss ich schon gucken, was da dran kaputt ist. Da würde ich auch nicht sagen, ups, mein Fahrrad fährt nicht mehr, ich gucke mich mal nach einer Alternative um. Sondern dann gucke ich natürlich, was ist an meinem Fahrrad kaputt? Ist es die Kette, die da abgesprungen ist? Warum das Ding überhaupt nicht mehr fährt, muss ich vielleicht einfach nur mehr strampeln? Liegt es an mir? Ich muss schon wissen, wo dran es liegt. Ja? Und deswegen war hier mal wichtig zu sagen, ja, wenn man über die ganzen Notlagen, die man ja vielleicht mitkriegt, es gibt immer mehr Arme in der Gesellschaft, immer mehr Meldungen in dieser Hinsicht, wenn man da wissen will, was ist das eigentlich? Wie kriegt man das aus der Welt? Dann muss man wissen, wo haben die ihren Grund in dieser Gesellschaft? Da komme ich nicht von weg, indem ich mir jetzt irgendwelche flauschigen oder schicken Alternativen ausmale.
sondern ich muss wissen, was ist in dieser Gesellschaft eigentlich wie verankert gewesen, was ist in ihr sozusagen kritikabel. Dann kann ich erst sagen, ja, und das will ich auf jeden Fall nicht mehr reproduzieren, das will ich nicht mehr haben. Und so muss dann eine Überwindung dieser Gesellschaft mal zumindest gestrickt sein. Das ist mir sehr wichtig, dass man diesen Punkt überhaupt festhält. Und dann natürlich, also wenn ich feststelle, in dieser Gesellschaft ist Eigentum die erste Bestimmung des Reichtums dieser Gesellschaft. Und die heißt Ausschluss. Der Ausschluss wird produktiv gemacht, indem ich Leuten dann was verkaufe, gewinnbringend, und Leute beschäftige, gewinnbringend. Ja, dann heißt meine Alternative zu dieser Gesellschaft, wenn ich das nicht haben will, dann muss das Eigentum überwunden werden. Sehr wahr. Das ist in der Tat meine Schlussfolgerung aus meiner Analyse dieser Gesellschaft. Das private Eigentum an Produktionsmitteln ist eine für die Mehrheit dieser Gesellschaft, ihre Produzenten, ihre Arbeitskräfte schädliche Angelegenheit. Das ist dann allerdings ein Schluss, den ich ziehe. Was war noch? Ach ja, dann hat jemand gesagt, muss man überhaupt so viel produzieren? Ne? Kommt in dieser Gesellschaft? Ja. Also da, wenn man sich das anguckt, was hier produziert wird in dieser Gesellschaft, ja, es wird das produziert, womit sich Gewinn machen lässt, auch klar. Das, was Leute eventuell brauchen, aber nicht zahlen können, findet in dieser Gesellschaft auch nicht statt. Alle Leute, sagen wir mal, die beispielsweise darauf angewiesen wären, nehmen wir mal alte Leute, Zuwendung, Zeit, einfach ein bisschen das, was im Grunde genommen zunächst mal gar nicht viel kostet, aber was in dieser Gesellschaft natürlich niemand aufbringen kann, weil ihnen das dann fehlt an Zeit, um Geld zu verdienen. Das findet in dieser Gesellschaft nicht statt. Da kriegt beispielsweise die Kinderbetreuung, die Altenpflege, die kriegt einen erbärmlichen Charakter, weil sich mit ihr eben kein Geld verdienen lässt. Umgekehrt wird ein Zeug produziert, da kann man sich echt mal fragen, ist das alles wirklich irgendwie, jetzt befriedigt das ein Bedürfnis? Die 7., 8., 9., 10. Handy-Generation, wo schon die meisten Leute nicht wissen, wie sie bei der 3. irgendwie das Ding bedienen. Und seine Funktion nie und nimmer kennenlernen werden und es dann schon wieder wegschmeißen müssen. Das sind doch Sachen, natürlich kann man die in Frage stellen und kann sagen, ja, ist doch nicht irgendwie sozusagen ganz natürlich, was hier alles produziert wird und umgekehrt, was alles fehlt. Nein, es verdankt sich in dieser Gesellschaft natürlich schlicht und ergreifend dem Maßstab, kann ich damit einen Gewinn machen oder nicht. Alles das, was verkäuflich ist, wird hergestellt. Umgekehrt, ganz viel, wo die Leute kein Geld haben, es zu zahlen, ja, das findet dann eben auch nicht statt. Das finde ich schon ein Vorwurf an diese Gesellschaft. Ich hätte es gerne anders. Das ist so, was ich so kenne, ist, dass man sagt, hier alle, eben die 7. Handy-Generation und dann trotzdem noch kaufen, das ist doch Grund dafür, dass überhaupt damit Also in diesen Punkten geht es natürlich so, irgendwie, selbst wenn man irgendwann mal gesagt hat, ne, Handys finde ich doof, ne? Inzwischen kann man natürlich ehrlich nicht mehr ohne Handy auskommen, da muss man sich eins kaufen. Also das liegt schon ziemlich jenseits jetzt der individuellen Entscheidungen, ne? Also mindestens...